Ich weiß, wer da ein bisschen ein falsches Spiel spielt. Unsere Gebete wurden erhört. Warum bist du wieder hier? Ganz bestimmt wegen dir, ja. Diana ist zurück. Hallo. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß. Danilos mieses Spiel. Ich will einfach mir aus dem Weg gehen. Sie mich verarschen gerade. Die heiße Nacht. Auf die Verrückten. Fertig, los. Willkommen zu Love Island. Die werden bestimmt gleich. Und was habt ihr gemacht? Ah, die hatten ja eine gemeinsame Nacht. Samira, und wie war's? Oh. Ich wollte dir zeigen, wie die Sonne aufgeht. Was ein Krampf? Ich würde jetzt einen Poetenspruch rauslassen, aber den lasse ich lieber mal. Yasin, Poet hat aber nichts mit Samiras Po zu tun. Du meinst sicherlich einen Proletenspruch. Die kleinen, Er hat auch einen kleinen? Was ist da los? Habt ihr irgendwas gemacht, Yasin? Ich war nicht mal rasiert. Ich habe nur einmal angefasst. Sie war nicht rasiert und hat mal einmal angefasst. Dafür nimmt sie normalerweise immer einen Zehner. Eierschmerzen garantiert. Hier, Lena. Wenn man nicht zap-zap-zap machen kann, dann schmerzt. Aber Danilo geht's angeblich schon wieder besser. Bleibt nur eine Frage. Egal. Achtung, das wird jetzt gleich ein bisschen unangenehm. Er schläft nicht schon. Er hat meine Hand auf mein Bett. Ich mag so reinspringen. Mario Barth fand das richtig witzig. Aber man muss schon sagen, es war die beste Folge, verstehen Sie Spaß, ever. Auch Ricarda ist völlig schockiert, weißes Zeug im Gesicht und sie hat noch Klamotten an. Das kennt sie auch nicht. Ja. Peinlich des Todes. So oder so ähnlich hat sich Misha wahrscheinlich das Ende nach ihrer beziehungsweise seiner Liebesnacht vorgestellt. Und da kommt jetzt was Großes. Alter, Handschellen. Der Zuschauer hat heute im Voting Amor gespielt. Sie haben entschieden, dass Sydney am besten zu Lina passt. Roman und Dana, Alex und Samira, kettet euch mit diesen Mädels an. Oh, das wird brutal, ey. Wir erinnern uns alle. Weder bei Misha noch bei Yasin ist in der Private Suite irgendwas gelaufen. Und der Neue ist gerade einen Tag mal da. Wie war, ich hab dich gar nicht gefragt, wie war das für dich, wo ich reingekommen bin? Ganz nett. Alex wurde ja an Samira gekettet. Ganz ehrlich, ich finde, man kann niemandem vertrauen, den man erst 2 Wochen kennt. Mhm. Ich vertraue dir. Das war lustig, das war lustig. Ja, das war lustig. Und heute ist ja eine Zeremonie und wir sind ja gleich auf 6 Männer, 6 Frauen. Das heißt, heute wird keiner gehen. Aber wärst du bereit, dann ein neues Couple zu bilden? Jede andere, die ich jetzt wählen würde, wäre 2. Wahl. Ich sag nichts. Ja, sind dafür an eine Mülltonne? Das ist das absolute Dream Couple. Dann ist es soweit. Paarungszeremonie. So viele neue, schöne Gesichter. Nur wer Misha jetzt mal geschminkt ist. Jana Ina wird Ihnen heute freundlich präsentiert von Topic Alufolie. Ja, ich weiß. Love Island kann sehr wehtun. Keine Sorge, nach 2 Wochen sind unsere Gehirnzellen alle schon abgestorben. Schmerztechnisch sind wir aus dem Gröbsten raus. Dachten wir zumindest. Melissa, du bist viel sicherer als Danilo, dass ihr 2 zusammengehört. Wie kommt das? Weil Danilo auch bei Diana nach 2 Tagen das Interesse verliert. Und außerdem hat er ja normalerweise 3 Beziehungen. Das passt doch also. Ricarda, wieso lässt du dir diese harten Worte von ihm gefallen? Ricarda und die Augenbrauen des Todes. Demnächst auf Netflix. Ganz vielen Dank, RTL 2. So, jetzt weiß Misha Bescheid, dass wir sein Verhalten richtig scheiße finden. Und er kann sich schön einschleimen. Warum? Danilo, du wirkst immer zufriedener mit Melissa. Oder könnte es sein, dass jemand dich nochmal von ihr wegbringt? Für mich kommt nur sie momentan in Frage und sogar Siri spricht flüssiger als Jana Ina. Danilo, wollen Sie die Braut jetzt heiraten? Ich weiß nicht, aber momentan. Misha, diese ungewohnten, harten Töne von dir. Ich bin auch nur ein Vulkan. Misha ist ein Vulkan, nur halt nicht im Bett. Jetzt wird gewählt und danach kommt der eigentliche Knaller. Die Jungs haben die Wahl. Danilo, mit wem möchtest du zusammen sein? Momentan mit Melissa, aber lieber natürlich mit Diana. Also meine Entscheidung fällt mir heute absolut nicht schwer. So sicher war er sich bei seinem heute oder seinem momentan noch nie. Seit Tag 1 interessiere ich mich für diese Frau. Und für Arsena und für Diana. Sorry, wir sind hier so eine Art Doku. Da müssen alle Fakten stimmen. Danilo, ist dir klar, dass Melissa sich jetzt ganz und gar auf dich verlässt? Für mich ist sie die Einzige drin. Hier drin? Ich sag das ungern, aber ich habe echt Mitleid mit Melissa. Hoffentlich checkt sie es bald. Spoiler, das passiert heute noch. Vivian. Ich weiß. Bei Danilo, Misha und Yasin könnte das einfach das Parfüm einer anderen Frau sein. Wann gibt's bei euch denn den richtigen ersten Kuss? Nach ihrer geschlechtsangleichenden OP natürlich. Aha, da bin ich gespannt. Misha, bitte verrate uns, mit wem möchtest du zusammen sein?
Mir ist sehr viel durch den Kopf gegangen, durch den Kopf gegangen. Das hat mich auch sehr mitgenommen. Ricarda. Dana. Das ist Elina. Die Samira. Ich muss euch warnen. Ihr seid hier nicht mehr lange alleine. Diese Feuerstelle, Alter, die f***t jedes Mal meinen Kopf. Kannst du Micha und Jasmin kurz erklären, was das genau ist? Für uns jedenfalls ganz großen Spaß. Jetzt kommt wieder eine Frau, von der du dich nicht beeinflussen willst. Nein, Daniela ist ja auch heute und momentan richtig verliebt. Achtung! Nachricht! Nur halt nicht in Melissa. Und zwar eine Nachricht für Danilo ganz persönlich. Ich komme bald. Boah! Und ich weiß auch, wer bald da ist. Diana? Also warum sollte die wieder kommen? Ricarda, wir Zuschauer wissen das ganz genau. Ich weiß es doch schon. Wovor hast du jetzt Angst? Selbst wenn dass ich wieder Gefühlschaos, da, bam. Ich hast du aber nicht. Du bist doch mit dem, du weißt doch, wo du mit dem Herzen jetzt bist. Das bringt jetzt wieder alles durcheinander. Alles. Ricarda, du bist offensichtlich wirklich naiv. Oder wie der Wendler sagen würde. Ich glaube, dass auch ein ganz intelligenter Mensch zwischen Dummen dümmer wird. Danilos Herz rutscht ständig in seine Hose. Und zwar ganz tief nach unten. Hallo. Nein, ich weiß, ich verstehe dich. Wirklich, ich mach nicht mehr mit. Nein. Ich kenne ihn, er hat schon am Anfang, wo wir verkappelt waren, hat er von Diana gesprochen, dass sie auch noch in seinem Kopf ist. Ey, Melissa, wenn du das weißt, warum zur Hölle? Wie doof müssen wir denn da sein? Da müssen wir wirklich saudoof sein. Vielleicht hat sich das in den vergangenen Minuten ja auch verändert. Das weiß man bei Danilo ja nie so richtig. Ja, aber ich kann doch noch nicht jetzt sagen, dass ich 100% sicher bin. Wie soll denn das gehen? Danilo will Melissa ja auch. Und zack, plötzlich ist Danilo mindestens genauso schlimm wie Micha. RTL 2 hat's einfach drauf. Auf jeden Fall hat er die letzte Zeit nur noch von dir gesprochen. Ja. Wenn er nämlich erzählt hat, dass Diana ihm viel besser gefällt. Hat auch gesagt, er weiß, woran er bei Diana bei dir ist. Ich mach's nicht mehr mit, es ist für mich zu viel. Hey, nein. Wenn RTL 2 Humor hat, dann schicken sie jetzt Pietro Lombardi rein. Könnte Pietro sein. Bei Diana, als ich sie umarmt hab, kennt ihr das, wenn du einfach der Geruch von einer Person dir in die Nase geht und ich so, Alter, Diana, du riechst echt schön. Harry, riech mal, was ist das denn? Meine Kaka. Er zweifelt schon, obwohl sie noch nicht mal da ist. Sehr vielversprechend. Weißt du, wenn Diana reinkommt? Das wird mich zerstören. Hast du ja deine Entscheidung schon getroffen. Ich habe überhaupt keine Entscheidung getroffen. Stopp, bei allem Spaß hier. Melissa, du musst die Entscheidung treffen. Schieß ihn ab. Ich habe von vornherein gesagt, dass es zwei sind. Das ist nicht wahr. Und du die Einzige hier drin jetzt bist. Momentan. Für mich ist auch zu viel. Ich bin doch echt im falschen Film, Alter. Ich will meine Koffer haben. Sogar Hani hatte im Dschungel größere Gefühle für Gina Lisa. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn man bei Love Island ist, dass man auch eine gewisse Reife mitbringt und Kennt Melissa das Format? Ja, wobei, vielleicht hat sie mit der Reife ja doch recht. Das hat ja schon mal ein anderes Paar bewiesen. Ja, Eileen ist bei uns entstanden. Beim ersten Mal so. Ja. Wenn ich jetzt gehe, weiß ich nicht, was draußen ist. Ich bin doch da! Melissa! Ja, Hauptsache Alessio geht's gut. Pietro, ich liebe dich dafür. Melissa, heute wieder. Es ist also alles beim Alten. Ich bin nicht gekommen, um ins Fernsehen zu kommen. Melissa, 23, in einer Fernsehsendung. So, Yasin zeigt ihr noch schnell, wie die Sonne aufgeht. Und dann ist alles gut, oder? Ja. Warum ich wahrscheinlich immer gezögert habe. Er hat immer gewisse Anzeichen gegeben, dass es nur für den Moment ist. Und er weiß es draußen eben nicht. Vielleicht ist er sich auch nur so unsicher, weil er denkt, Melissa trägt ein Melanie Müller-Tattoo. Hat sie nicht wirklich, oder? Trotz des Tattoos will er nochmal mit ihr sprechen. Ich will einfach nicht, dass du denkst, so, jetzt ist es vorbei. Und das jetzt einfach so aufzugeben wegen einer Nachricht, die man nicht weiß, was dahinter steckt, finde ich schade. Wir halten fest, Danilo ist unzuverlässiger als die Fahrpläne der Deutschen Bahn. Sag mal, du bist doch derjenige, der Melissa ein ungutes Gefühl bereitet. Und wenn es Diana wäre, dann müsste ich auch erstmal mit ihr sprechen, ob dieses Gefühl, was ich damals hatte, noch da ist. Ich weiß halt nicht, ob du dich auf das noch einlassen kannst mit uns. Es tut mir leid, aber Melissa begreift selbst für eine Love Island-Teilnehmerin sehr langsam, was für ein Danilo ist. Ich sag dir, es kann sein, dieses Ganze schweißt uns noch enger zusammen. Oder es kann sein, man geht getrennte Wege. Wenn du dir nicht sicher bist, geh ich. Die Sicherheit, ich kann es dir jetzt nämlich sagen. Ich übersetze mal, wenn Diana auch Interesse an ihm hat, dann nimmt er natürlich sie. Wenn nicht, dann nimmt er die zweite Wahl, Melissa. Wow. Mein Lieblingscouple ist eindeutig Melissa und Pietro. Eileen,
Kinder, heute geht's für euch aufs Oktoberfest. Ich freue mich auf Bier. Ich habe mal eine Frage. Was für eine Ausbildung muss man eigentlich mitbringen, um diese beknackten Spiele für Love Island zu erfinden? Ich frag nur so. Um dem ganzen Spektakel ein würdiges Gesicht zu geben, stecken wir die Mädels in geschmackvolle Dirndl. Oktoberfest, Regel Nummer 1. Ein Dirndl ohne Bluse, sehr nuttig. Ja, herzlich willkommen, liebe Islander. Ihr habt euch neu verkappelt. Mit dem Partner eurer Wahl. Sydney, der Florian Silbereisen von Love Island. Also, ne, sie müssen Bier transportieren, den Lukas hauen und rutschen. Das ist der Fernsehgarten auf Koks. Es ist alles schlimm, aber am allerschlimmsten ist das hier. Ich singe Lied für dich. Andreas Gabalier. Man muss aber schon sagen, die haben das originalgetreu nachgestellt. Auf dem Oktoberfest gibt es auch nur Ochsen. Jetzt ist auch klar, neben der Grammatik- und Rechtschreibschwäche ist mindestens ein hässliches Tattoo Teil der Aufnahmekriterien. Oh mein Gott, wie geil. Ne Maske, wie? Gewonnen haben Roman und Lina und sie trinkt sich ihn jetzt erstmal schön. Dich kann ich auch jetzt ein bisschen besser angucken, besser in die Augen. Ich kann das eigentlich nicht so gut. Ja. Wie heißt es so schön in der RTL-Konfobibel? Erst aufbauen. Melissa und Danilo, bei einem traumhaften Date habt ihr die Chance, den Kopf frei zu bekommen. Ja, dann zerstören. Und dementsprechend gibt es jetzt erstmal ein Dreamdate von Melissa und Danilo und dann Diana. Ich glaube, gestern, es war schon Kopf so abschalten, schon ein schönes Gefühl einfach. Ich sag ja, ich fühle mich manchmal wirklich gut bei dir. Okay, sie haben sich wirklich wieder angenähert. Wie kann so ein Dreamdate also enden? Wie mein Brief erhalten? Soll ich ihn dir vorlesen? Weiß ich nicht, jetzt wird mir wieder schlecht gerade. Andy Love Island Villa. Liebe Grüße aus der Schweiz. Wir wissen halt, dass Diana aus der Schweiz kommt. Das kann man ja vernichten eigentlich, oder? Nee. Danilo holt den Brief gleich aus dem Müll und leckt den Knutschfleck ab. Yasin hat jetzt ein Riesenproblem. Danilo klaut ihm mit dieser ganzen Nummer hier komplett die Sendezeit. Was also machen? Ich will Samira fragen, ob sie meine Freundin soll. Jetzt schon? Ja. Nach 3 Wochen, wie viel soll ich noch warten? Wie Danilo einfach alles probiert, sein Image wieder aufzupolieren. Und nein, das macht er natürlich nicht nur für die 50.000. Wie süß. Deine schönen Augen, die strahlen mir so fest in die Augen, dass ich ohne ein Lachen nicht mal weggehen kann von dir. Ohne ein Lächeln kann ich nicht gehen. Das könnte auch der Claim von RTL sein, oder? Und ich würde dich gern fragen, ob du nicht mehr mein Couple, sondern meine Freundin sein möchtest. Oh, natürlich. Ja? Gerne. Oh, Yasin, oder wie meine Mama immer sagen würde, der Hunger treibt's halt rein. Die sind zusammen jetzt. Langweilig. Aber man fragt man, ob man... Ja, fragt man. Oh Mann, ey, bei euch fragt man sich nichts mehr, ey. Linas Couple Roman macht lieber Sport mit Samira. Was wollen wir hören? Ich habe eigentlich ein riesen Eifersuchtsproblem. Yes, es ist schon verdächtig. Wer lacht denn beim Sport? Das ist schon mega unrealistisch. Was sagt denn Yasin dazu, dass Samira hier mit ihm Sport macht? Ich finde es schön, eifersüchtig zu sein. Gut, Yasin findet es ja auch schön, dumm zu sein. Ich hoffe, du hast nicht den falschen Eindruck, dass ich gerade geboxt habe mit den Mädels. Nein, Ich hoffe auch, dass ich dir ein gutes Gefühl gebe. Flirtniveau Bahnhofstoilette trifft auf Flirtniveau Grundschule. Der Showdown beginnt. Danilo spricht nochmal mit Melissa. Ich bin mir sicherer in der Sache als du dir. Wie soll ich mir sicher sein? Ich verstehe es nicht. Ich bin geflasht. Bei mir ist alles leer in meinem Kopf. Danilo, wie immer, hör auf, Melissa zu verarschen. Es wäre aber echt krass, wenn er das jetzt erst feststellt. Ja, was würde ich machen? Auf mein Herz hören. Also, danke. Wissen wir doch schon, was passiert. Vor allem lange Rede, kurzer Sinn. Ja, schon klar. Ich weiß nicht, was hier wird, aber es wird passieren. Ja, nee, ist klar. Anderes Thema. Wer will auch den alten Yasin zurück? Bitte mal abstimmen. Was ist das denn jetzt? Das? Das ist Janaina, Richte über die Islander. Die Zuschauer vertrauen nur der wahren Liebe. Ich habe euch gewarnt. Na klar, wir Zuschauer schicken Diana nur wegen der großen Liebe dahin. Das hat gar nichts mit Streit oder Konfro zu tun. Hier seid ihr nicht mehr lange allein. Sie hat ihm mal Tschüss gesagt. Janaina kann halt den Konfro auch nicht abwarten und ist sofort in die Regie, damit sie nichts verpasst. Auftritt Diana und bitte. Davor aber noch eine wichtige Frage. Hey, wer kommt denn zu Besuch? Also ich werde definitiv die Masken runterreißen, den in der Villa. Und jetzt kommt sie. Die ist so böse, die könnte glatt Schwiegertochter gesucht moderieren. Ich weiß, wer da ein bisschen falsches Spiel spielt und wer einfach sich kappelt, um dabei zu sein bis zum Finale. Diana. Ich habe
gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Danilo wusste, dass der Tag kommen wird. Er dachte halt nur, er trifft Diana erst nach Love Island wieder. Und ich glaube, spätestens ab heute wird hier mit offenen Karten gespielt. Diana hat jetzt schon besser moderiert als Janaína. Ich liebe Diana. Ich möchte als allererstes ein Gespräch mit einem Mann führen. Du, Alex. Sie hat natürlich eine Mission. Granate war gestern. Zerstörerin ist jetzt. Danilo. Und ich sehe gerade auch, dass es ihm gar nicht gut geht. Nein, gar nicht. Weint jetzt Danilo oder was? Bevor es gleich zur Aussprache kommt, nutzt Melissa ihre Chance. Vielleicht ihre letzte. Ich will einen Mann, der weiß, was er möchte. Ja, aber wie soll ich das wissen nach ein paar Wochen, wenn hier 10 Frauen reinkommen? Frag mal Yasin, nach 3 Wochen geht eine ganze Menge. Ich kann mir nicht von der ersten Sekunde sagen, 100% sicher, die nehme ich. Ich muss erstmal diese Person kennenlernen. Aber ich bin doch keine zweite Wahl. Was für zweite Wahl? Du bist natürlich nicht seine zweite Wahl. Für Danilo bist du keine Wahl. Ich dachte, er noch asozialer kann er nicht sein, aber Danilos Nummer 1 ist eben Danilo. Es sind 2 Frauen hier drin, das bist du und das war sie. Ja. Lass mich mal mit ihr sprechen. Ja, ist doch okay, du kannst doch normal mit mir sprechen jetzt. Nein, du redest genervt. Bleib mal locker hier ein bisschen. Im Endeffekt will ich mich für eine entscheiden und für wen es ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ach, und Melissa steht bis dahin zur Verfügung und du kannst ja dann eine Frau aussuchen, so wie Süßigkeiten im Supermarkt. Alter! Dann such heute das Gespräch mit dir. Ja, mach ich auch. Ich werde mit dir sprechen und dann werde ich weiterschauen. Ja, du kannst einfach mir aus dem Weg gehen. Das ist, glaube ich, das Beste. Es kotzt mich alles an. Oh, Alter, ich hab keinen Bock mehr, Alter, auf dieses Getue. Und plötzlich ist Yasin der Sympathischste. Hat er seine Dummheit auf Misha und Danilo übertragen, oder was? Schlimm, dich so zu sehen. Ich kenn dich ja anders. Ja, merkst du. Eigentlich bist du ja mein Sonnenschein. Ja. Wo ist die Sonne hin? Die hat Yasin in einer verhängnisvollen Nacht begraben. Und zwar für uns alle. Zu wissen, dass du hier bist und leidest wegen mir. Als du gehen musstest, Diana, das war schlimm für mich. Hab ich dir gefehlt? Ja, hast du. Du hast mir gefehlt. Warum bist du wieder hier? Ganz bestimmt wegen dir, ja. Eben. Weil die Zuschauer dich reingewählt haben. Aber den Satz hast du schön aufgesagt. Die Redaktion ist sehr stolz auf dich. Ach, und das hier hast du auch gut gemacht. Wenn du jetzt sagen würdest, dass am Anfang null Interesse von deiner Seite war, dann lügst du. Moment mal. Kommt Diana jetzt rein und macht überall Stunk und sorgt für Konfro? Wie schön ist das denn? Sie ist jetzt aber erstmal kurz im Bad. Der Nächste. Melissa muss sich doch einfach von diesem Typen trennen. Wenn ihr das auch so seht, Daumen hoch, auch wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst mir natürlich ein Abo mit Glocke da. Was stimmt bei Danilo nicht? Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt. Mein absolutes Lieblingsvideo. Misha ist so unfassbar manipulativ und hier ist alles aufgearbeitet. Außerdem mehr zur heißen Nacht von Yasin und Samira. Ganz schmutzigen Sachen darf ich euch hier natürlich nicht zeigen. Die gibt's aber in den ganzen Folgen und die verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. So, viel Spaß damit. Ciao.